Herzlich willkommen bei Musiker TV. Der Mario, ich grüße euch. Ich möchte euch heute von New Neighbor das Nuon vorstellen. Das Pedal sieht auf den ersten Blick sehr unscheinbar aus. Es hat aber einiges unter der Haube. Und zwar handelt es sich hier um einen vielseitigen Gitarrenvorverstärker mit Overdrive, Distortion, Kompressor, Gate, Lautsprechersimulator, Presets und MIDI in einem kompakten Effektpedal. Maximaler Klang für den minimalistischen Gitarristen. Nuon erreicht eine große Anzahl an unglaublichen Amp-Sounds, von funkelnd clean bis stark verzerrt und alles dazwischen. Eine mehrstufige dynamische Verstärkerarchitektur ermöglicht eine beispiellose Kontrolle über das gewünschte Maß an Verzerrung und erzeugt mühelos harmonische Strukturen, die von subtil bis dicht und komplex reichen. Eine der hervorstechendsten Merkmale ist, dass das Feeling im Vergleich zu einem Verstärker fast hyperrealistisch ist. Das Nuon ist der Höhepunkt jahrelanger Forschung und Entwicklung. New Neighbor studierte die Verstärkerschaltungen von Pedalen und Verstärkern sowie Röhren und auch Solid State, um nicht nur zu erfahren, wie gut sie klingen, sondern auch warum. New Neighbor entwickelte neue und einzigartige Algorithmen, um die Ergebnisse zu testen, und verfeinerte diese Algorithmen basierend auf dem Gelernten. Das Ziel war dabei, nie anderes Equipment zu emulieren oder nachzuahmen. Das Nuon ist made in USA und verfügt über eine digitale Arbeitsweise, einen Ein-Knopf-Kompressor, einstellbares Noise Gate in Studioqualität, integrierte Speaker-Simulation, MIDI-kompatibel via TRS, 6 Presets mit Schnellanwahl und 24 MIDI-Presets. Alle Parameter via MIDI ansteuerbar, alternative Funktionen für die meisten Regler, Drew Bypass, Regler für Gain Gate, Kompressor, Speaker-Simulation, Level, Low Tight, Mid Tilt, High Presence. Hier der Engage-Alt-Fußschalter und hier der Preset-Fußschalter. Status-LEDs und alles in einem kompakten Metallgehäuse. 6,3 mm Monoklinke-Ein- und Ausgang und 2,5 mm TRS MIDI-In- und Throughout. Stromversorgung via optionalen Netzteil an der Stirnseite möglich. Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. Die Lieferung erfolgt mit 2 Adapterkabeln von 2,5 mm TRS auf 5-Pin MIDI-Adapter. Diese kann man hier an der Stirnseite anschließen und die MIDI-Funktion nutzen. Ich habe das Nuon jetzt auf meinem Pedalboard integriert. Ich werde das Pedal mit der internen Speaker-Simulation anspielen. Man aktiviert die Speaker-Simulation, indem man den Engage-Taster gedrückt hält. Im Moment ist sie deaktiviert. Dreht man diesen Regler gegen den Uhrzeigersinn, wird die LED blau. Dann ist die Speaker-Simulation aktiviert. Ich möchte mir 3 Sounds kreieren, einen Clean Sound, einen verzerrten Rhythmus Sound und einen verzerrten Solo Sound. Um die Anzahl der Presets im Pedal auszuwählen, muss ich kurz die Stromzufuhr trennen und den Engage-Schalter gedrückt halten. Dann kann ich mir hier auswählen, wie viele Presets ich erstellen möchte. 1, 2, 3. Möchte ich 6 Presets erstellen, dann wird die ganze Prozedur eben so gemacht. Man muss dazu eben den Preset-Taster 6-mal drücken. Als erstes kreiere ich mir den Clean Sound. Thank you.
ich damit fertig bin, halte ich den Preset-Taster gedrückt, dann wird der Sound abgespeichert. Ich gehe aufs nächste Preset. Den verzerrten Rhythmus-Sound möchte ich jetzt. Abspeichern. Und noch einen verzerrten Solo-Sound. Das war übrigens das Gate, was ich eingeschaltet habe. Und den Sound ebenfalls abspeichern. Jetzt kann ich meine drei Sounds per Fußtaster am Pedal abrufen. Diese drei Presets kann ich dann natürlich auch über die MIDI-Leiste ansteuern. Der Clean Sound möchte ich auf Preset 1 haben. Den Rhythmus-Sound verzerrt auf Preset 2. Und auf Preset 3 möchte ich dann den verzerrten Solo-Sound. Und dann kann ich die Presets mit der MIDI-Leiste direkt anwählen. Und das kann ich natürlich mit den 6 Presets machen und mit MIDI-Board sind natürlich 24 MIDI-Presets insgesamt möglich. Man kann das Neuron direkt mit der internen Speaker-Simulation an eine PA oder an das Audio-Interface anschließen. Mit deaktivierter Speaker-Simulation kann man eine externe Speaker-Sim benutzen oder das Pedal zusammen mit einem Gitarrenverstärker verwenden. Hierzu am besten den FX-Return-Eingang verwenden. Man erreicht alle Alternativfunktionen, indem man den Engage- bzw. Alt-Taster gedrückt hält und hier die Regler mit der Alternativfunktion betätigt.
Ich werde jetzt noch ein kleines Demo in den Looper spielen und dann die Parameter am Pedal verändern. So kann man dann deutlich hören, wie sich der Sound verändert. Jetzt zeige ich noch, wie man das Pedal auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Und zwar trennt man hierzu die Stromversorgung, hält den Engage-Alt-Taster gedrückt, stellt die Stromversorgung wieder her, dreht den Gain-Regler gegen den Uhrzeigersinn, wartet 2 Sekunden und dreht den Gain-Regler dann in den Uhrzeigersinn einmal ganz rum und wartet nochmal 2 Sekunden. Lässt den Engage-Alt-Taster los und schon ist die Werkseinstellung hergestellt. Das war's von Musiker TV zum New Neighbor, New One. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr Fragen haben solltet, hinterlasst eine Nachricht unter dem Video. Schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.